Ja, hallo. Assalamu alaikum. Also es gibt neue Entwicklungen in Libyen, die vor allem gestützt auf russische Berichte. Folgendes Bild zeichnen. Also bis jetzt sind immer noch 80% des Landes unter Kontrolle der Regierungstruppen. Es gibt Angriffe auf Sawia. Kämpfe werden berichtet aus Benghazi und Tripoli und eigentlich aus allen wichtigen Städten. Die Frage ist halt, inwieweit man das verifizieren kann. Also die Quellen, auf die ich mich da stütze, die haben eigentlich bisher immer recht behalten. Und auch das Verhalten der NATO deutet ja eher darauf hin, dass der Krieg nicht gewonnen ist, sondern im vollen Gange. Andere Berichte gehen dahingehend, dass es massive Verluste gegeben hat, auf Seiten der NATO-Truppen, Spezialtruppen, darunter vor allem Briten, Franzosen und Kataris. Diese Leute sollen nun ersetzt werden durch Söldner, die in Pakistan und Afghanistan angeworben wurden. Zu welchen Gewalteskalationen das noch führen wird, dann vor Ort in Libyen, das wird sich zeigen. Jedenfalls ist es so, dass der gesamte Süden weiterhin unter Regierungskontrolle ist. Und aus der Wüste heraus lassen sich hervorragend Stellungen und Nachschublinien angreifen. Diese Erfahrungen kann man sich bei italienischen Militärhistorikern gerne bestätigen lassen. Omar Mukhtar hat den Italienern einen heftigen Widerstand geleistet. Und wer sieht, wie viele Leute da auf den Straßen waren, also es wird. Der eigentliche Krieg am Boden hat jetzt erst begonnen. So schrecklich das ist. Die NATO würde eventuell Anlass nehmen, um weitere Flächenbombardements und Terror gegen die libysche Bevölkerung durchzuführen. Währenddessen scheint ein unglaublicher Druck auf allen Regierungen zu lasten, seitens der westlichen Medien und auch der westlichen Politik, diesen Marionettenrat als legitime Vertretung anzuerkennen. Es gibt aber noch, also die Afrikanische Union, Russland und China sind nach wie vor nicht bereit. Eine von NATOs Gnaden installierte Verwaltung zu akzeptieren. Der Übergangsrat versieht sich auch nicht an die internationalen Verpflichtungen, die sich aus Verträgen mit der Volksrepublik China ergeben, verpflichtet, ebenso wenig wie Russland. Was Medvedev dazu getrieben hat, gegen russische Interessen, diese passieren zu lassen, diese UN-Resolution 1973, das wird wohl ein Geheimnis bleiben. Also auf jeden Fall bleibt zu hoffen, dass in Russland noch
die Leute das Sagen haben, die Medvedev in dieses Amt gebracht haben und nicht schon längst andere Kräfte. Bleibt zu hoffen, es wird sich zeigen, wer der Präsidentschaftskandidat wird. Von Putin erwarte ich mir eine Rückkehr zur Politik der Durchsetzung des Völkerrechts gegen imperialistische Interessen. Dass dieser Kurs wieder aufgenommen wird. Nun, die Verbrechen, die die Rebellen verübt haben, immer mehr dringen ans Tageslicht. Durch die Informationssperre und durch die Propaganda. Und es zeigt sich auch die Verlogenheit und die Unzuverlässigkeit dieser gesamten westlichen Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und vor allem wie Amnesty International. Amnesty International interessieren die rassistischen Massaker der NATO-Söldner in Libyen überhaupt nicht. Sie fordern von den afrikanischen Staaten, Gaddafi nicht zu unterstützen und mit dem imperialistischen Strafgerichtshof in Den Haag zu kooperieren. Sie rufen dazu auf, die Verteidiger, die Opfer der NATO-Aggression zu Tätern abzustempeln. Eine Opfer-Täter-Umkehr in der bürgerlichen Propaganda, wie wir sie schon immer kennen vom Kriegen her. Amnesty International bläst also zur Jagd auf Muammar al-Gaddafi. Eine Menschenrechtsorganisation bläst zur Menschenjagd. Das bestätigt all diejenigen, die Amnesty International schon immer unterstellt haben, eine vom CIA gesteuerte Organisation zu sein, die im Kalten Krieg dazu geschaffen wurde, mit der reinen Fixierung auf politische und individuelle Rechte, die sozialen Menschenrechte völlig, die sozialen Menschenrechte völlig aus den Augen zu verlieren, um die Sowjetunion und die Ostblockstaaten angreifen zu können. Man kann es auch immer wieder gegen diese sogenannten Diktaturen, diese Gegner des Imperialismus, die dann irgendwie ganz schnell per Krieg ruckzuck beseitigt werden müssen. Gerade diese Leute machen sich zu Gehilfen der imperialistischen Propaganda, wenn sie die Menschenrechte nur von diesen Ländern einfordern, während die westlichen Armeen Zehntausende, Hunderttausende abschlachten in den Krisenherden dieser Welt. Das Kartell der Massenmörder schwingt sich mit Hilfe der bürgerlichen Propaganda, die über die Medien wie gleichgeschaltet verbreitet wird, schwingt sich empor zum Moralwächter über Menschenrechte. Man darf daran erinnern, dass von 1991 inklusive erster Invasion, dem schrecklichen Hungerembargo gegen den Irak, der zweiten Invasion, der Besatzung, des Widerstandes, des Krieges, insgesamt 4,5 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Das ist eine Todesrate von 20%. Sowas kennen wir eigentlich nur aus dem Zweiten Weltkrieg.
Und solche Todesraten werden auch in Libyen der Fall sein, wenn die NATO nicht sofort sich aus diesem Konflikt zurückzieht. Sie haben es versucht, selbst in diesen Gebieten, die angeblich in Rebellenhand sind, wenn die Rebellen ihre Macht nicht halten. Das zivile Leben bricht zusammen, die Menschen hungern, die Menschen dursten, die medizinische Versorgung bricht zusammen, der Terror und rassistische Pogrome greifen um sich in einem bisher für Libyen unbekannten Ausmaß. Wir sind die Zerstörer, wir sind die Tyrannen, wir sind die Terroristen für 80% der Menschheit. Das ganze Geheuchel über Menschenrechte, Demokratie und Freiheit aus den Mündern der westlichen Regierungschefs ist purster Zynismus. Das ist die Schuld unserer westlichen Finanzeliten, dass jeden Tag 50 bis 100.000 Menschen verhungern. Wir sind die Geisel der Menschheit. Wir Bürger sind mitschuldig, wenn wir zulassen, dass die Regierungen in unserem Namen diese Verbrechen begehen, unsere Soldaten zu Mördern machen, wider dem Grundgesetz und wider dem Völkerrecht. Es gibt quasi, die UN-Charta legt ganz enge Grenzen für die Anwendung militärischer Gewalt, die kaum zu erfüllen sind. Eine Bedrohung für den Weltfrieden, damit eine militärische Intervention gerechtfertigt ist nach Völkerrecht, muss ein Konflikt vorherrschen, der den Weltfrieden bedroht. Ein Machtkampf in einem Land mit 7 Millionen Einwohnern, das über keinerlei Massenvernichtungswaffen verfügt. Nachweislich. Bestätigt durch westliche Waffenexperten. Ein solches Land, ein solcher Machtkonflikt kann niemals eine Bedrohung für den Weltfrieden sein. Im Gegenteil, die Intervention untergräbt das Vertrauen in das Völkerrecht und in die Stabilität und Kontinuität der internationalen Beziehungen. Die NATO ist nun ganz offen für 80% der Menschheit eine Bedrohung, eine reale Bedrohung. Und diese und die Kräfte und die Länder, die Opfer dieser Bedrohung geworden sind oder drohen zu werden, die werden sich zusammenschließen. Die Frage ist also, wollen wir irgendwann einmal für kriminelle Handlungen in unserer politischen Führung verantwortlich gemacht werden? Verbrechen, die wir nie gut geheißen haben in unserer Mehrheit. Die Mehrheit der Deutschen ist gegen den Krieg in Afghanistan, beziehungsweise die deutsche Beteiligung. Und sie ist auch gegen den Krieg in Libyen und sie war gegen den Irakkrieg.